Moin Leute und moin moin, meine lieben Trojaners, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Maxi. Ich sehe und zwar bei einem neuen Part von L22 Fast and Farming Projekt. Mach mal los, ne? Hallo, hab ich schon gesagt, dass sie fahren dürfen? Ja, haben sie? Nee, ich hab gar nichts gesagt. Wie gesagt, dieses Mal drücke ich noch ein Auge zu. Das nächste Mal, wenn ich sie erwischt, dann muss ich leider ihnen eine Strafe ausstellen, ja? Ja. Gut, dann dürfen sie jetzt fahren. Schönen Tag Ihnen noch. Schönen Tag noch, tschüss. Jedenfalls. So, dann machen wir uns mal auf den Weg, Leute. Wappa! Blaulicht aus. So, das holen wir wieder vom Dach runter. Und dann fahren wir mal ab zum Hof. Im letzten Part, by the way, Leute, haben wir dem Herrn Meier die Rechnung überbracht. Und haben die Verkehrsverhaltung mit ihm gestartet und haben ihn ein bisschen beobachtet. Und genau. Wir machen uns jetzt allererstes mal wieder auf den Weg Richtung Landhandel. Falls jemand die letzte Folge noch nicht gesehen hat, wir haben jetzt auch ein neues Gebäude am Hof, sagen wir jetzt mal. Und zwar so einen neuen Container. Baucontainer. Mal sozusagen unser Büro wird sozusagen. Am Landhandel erstmal. Da habe ich meinen Chef, den Marc, damit überrascht. Und er hat sich eigentlich auch, ich würde schon sagen, dass er sich auch gefreut hat. Und wir haben tatsächlich unsere Polizeilizenz, die wir aus L.A. haben, weil, falls ihr noch nicht weiß, die Vorgeschichte von Sebastian Freizug ist, er kommt aus Österreich und ist nach L.A. gezogen, wo er 3 Jahre beim LAPD war und 2 beim LAFD. Und jedenfalls habe ich meine Polizeilizenz hier in Waldstätten auch wieder gekriegt und deshalb haben wir auch dann gleich den Daniel Meyer angehalten, weil er gefahren ist wie ein, auf Deutsch gesagt, Arschloch. Weil er gefahren ist wie auf gut Deutsch gesagt ein Arschloch. Haben ihn gleich angehalten. Aber wir haben noch mal ein Auge zugedrückt. Und ja, wir parken uns jetzt hier einmal wieder noch mal ein auf unserem Parkplatz direkt neben dem neuen Gebäude. Machen die Tür zu. Und dann gehen wir hier rein und dann funken wir mal ein Ding an, ob wir heute noch was ansteht, ob ich schon Dienstschluss machen kann. Dienstschluss kriegen schon wieder bei der Polizei. Rufen wir mal an. Ja, Schröder. Jo, moin, Sebastian moin. Hier. Folgendes, steht heute noch irgendwas an oder kann ich in meinen Wohnwagen gehen? Können zwei nicht in deinen Wohnwagen gehen. Also heute steht nichts mehr an. Nee. Ich guck gerade mal. By the way, weißt du eigentlich, dass ein Rapsfeld von uns erntereif ist? Nee. Wollen wir das heute noch abernten vielleicht? Ja, dann, ich bin gerade. Bei Rapserntezeit ist gerade, da kriegen wir nochmal einen höheren Ertrag. Ich habe gerade ein Fahrzeug von der Feuerwehr gewaschen, jetzt fahre ich es gerade kurz aus. Das. Naja, ich sehe dich. Ah nee, das bist gar nicht du, das ist der Meier wieder. Ja, dieselbe Farbe hat er, das ist irritierend. Was? Na, hier Unternehmer derselbe Farbe wie ich. Ja. Ich fahr schon mal mit dem Drescher zum Feld rüber. Ja. So. Ich leg mal auf, ich geh mal ins CB-Funk rein, ne? Jo. So, bin da. Jo. Schau mal, ich am blödsten zu dem Feld hinkommen. Also, was ist denn das für ein Feld? 171 ist die Flurstücknummer. Ach so.
Aber warte mal, ich krieg grad einen Anruf. Ah, nee, doch nicht. Falscher Alarm. Ah, jetzt krieg ich aber doch einen Anruf, oder? Freizug? Ach, moin! Ja, moin! Moin, Bernd! Was los? Was brauchst du? Was? Okay, ich sag meinem Kumpel Bescheid. Jo, sind am Weg. Passt. Ciao. Ich hab einen Funk mitgehört, was ist los? Mein Kollege hat, du weißt doch, da bei der 151 unterhalb von unserem Landhandel, da ist doch so ein. Jetzt schon. Ja, gerade nicht abgelehnt. Warte, der geht an mich, ich geh dran. Ja, Freizug? Guten Tag, da, Herr Meier, hier am Apparat. Mhm. Wegen dem Saatgut und dem Dünger, was der was Sie mir geliefert hatten. Oder ja. Ihr Chef mir geliefert hatte. Ich habe im Moment keine Möglichkeit, das abzuladen. Ist da irgendwie eventuell eine Möglichkeit, dass Sie das machen könnten? Da muss ich meinen Chef fragen. Moin, Chefe! Ja? Moin. Kommst du mal kurz am Hof, dann erkläre ich dir, was los ist. Danke. Jo. Ja, sag ihm mal, dass... Maja, da kümmern wir uns so schnell wie möglich drum, aber da kommt halt dann noch ein kleiner Aufpreis drauf. Ja, ne? Da schicke ich dir dann später die Rechnung. Ja, alles gut. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Jo. Warte mal, schon mal so auf dem Hofbahn kommen. Ui, oh, oh, holy shit. Also, der Drift war nicht geplant. Ja, was los? Folgendes, mein Kollege, der ist so ein bisschen Lost Places Forscher, ne? Ja. Und hier unten über Feld 151 unter 172 ist doch diese Höhle. Wo ist denn das? Wo ist denn das? 151, das ist fast links von unserem Hof unten. Warte. Ah, hier, ja. Da oben drüber. Da ist so eine Höhle. Ja. Und da war der drin. Der wollte ein bisschen die Höhle erforschen. Was meinst du, was der da unten gefunden hat? Was denn? Eine Simson. Was? Und jetzt musst du bedenken, da ist so das komplette Öl ausgelaufen. Die steht unten im Wasser. Oh. Mhm, das hab ich auch gesagt. Ich will da jetzt mal... ich fahr da jetzt mal vorbei. Ja. Ja, fahr du, ich geh forsche runter zur Feuerwehr. Ich hol den Umweltschutz. Jo, mach das. In der Rückwärtsgang reingeht. Digga. Alter, wer fummelt? Was? Ja, also Maxi, irgendwie stellt der Server immer die Kupplung um. Naja, ich weiß stellt er immer um. Ich weiß nicht, ob es einer unserer Spieler ist. Wie soll es denn gehen? Keine Ahnung. Ich muss gerade schauen, wie ich am schnellsten gerade rüberkomme. Aber ich glaube, das hier sollte hinhauen. Ja. Pol 105 vor Ort bei bei der Höhle. Ich gehe mal rein in die Höhle und schau, ob ich was finde. So, zieh mal kurz einen Schutzanzug an, den ich hier liegen habe. So. Wenn hier jetzt Öl im Wasser ist, dann ziehe ich jetzt mal schön einen Schutzanzug an. Nicht, dass irgendwas Giftiges mit reingekommen ist, wer weiß. Ja, wenn da Benzin und Öl ausgelaufen ist, ist doch schon was Giftiges mit reingekommen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ist das am Stinken da unten.
Alter, ich bin gerade hier am Meier vorbeigefahren. Ich wette mit dir, der dreht gleich um, um mir hinterher zu fahren. Nee, nee, ich bin ihm auch schon hinterher gefahren. Ich bin auch schon an ihm vorbei. Ja, aber du warst ja Pol. Alter, ich sehe ihn gerade auf dem GPS. Ich dachte, der dreht wirklich. Wollte mal schauen, wie ich da am besten zu dir hinkomme. So. Komm, ich fahre jetzt einfach schnell auf Ich mache nur das mal kurz das Thumbnail. Zum Glück hat er so. Ach du Scheiße! Ja, die ist ausgelaufen. Okay. Ach du Scheiße, hier liegt sogar ein Dieselkanister daneben. Oder Benzin. Ja, warte, lass mal so, ich muss mir auch angucken. Ja, ich mache mal ein paar Fotos für die Spusi. Ja gut, du weißt ja nicht, wie lange die da schon steht. Ich mach mal ein paar Fotos für die Komm ich Spusi, da ja? irgendwie mit dem Fahrzeug hoch? Nein, nein, die ist ganz unten. Die ist ganz unten drin. Ich meine jetzt zur Höhleneingang. Ja. Fahr einfach, Ja begib gut. dich, fahr einfach zum meinem Polizeiauto. Da, direkt daneben ist ja der Höhleneingang. Echt? Ja. Da bei den Wasserfällen. Da ist der Höhleneingang. Ja, ich habe mal bestellt. Ja, ich ziehe mir mal meinen Schutzanzug an. Ja, ich habe auch meinen schon an. Hoppa. Na komm. Warte, ich weiß dich ein. Ja, ich werde ja wohl schon finden. Naja, die Höhle ist Ja, sehr hier ist der eng. Höhleneingang. Na, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Hä? Hier. Sind hier Mit. zwei Höhlen? Nee, nee, das ist dieselbe, aber hier ist, von hier Du kommt er. Scheiße! Ist näher. Was ist. Alter! Was liegt denn hier alles an Schrott? Digga, Alter! Achtung, Du, hier müssen das kann man. wir, pass auf, hier, ja. Ui! Ja, schau das Ding mal an. Alter, Scheiße, die ist ja komplett ausgelaufen. Du, Problem. Das Grundwasser ist jetzt wahrscheinlich komplett verseucht. Nee, nee, das geht ja nicht ins Ja, doch. Grundwasser. Du weißt ja nicht, wohin das Wasser fließt. Ja, schau Das halt. fließt doch. Nee, du weißt ja Hier nicht, ob es irgendwo. ist überall Stopp. Und hier ist überall Ja, Stopp. Das aber es ist ja kann nur doch so ein kleiner trotzdem. Bach. Ja, aber er kann doch trotzdem irgendwo das Wasser durchsickern. Ja, das theoretisch schon. Wir müssen Guck mal mal, ist irgendwo das. anders hin und dann nee, schau, hier hinten ist das Wasser wieder klar. Ja, aber es kann ja sein, dass es trotzdem in den Boden sickert. Ne? Das muss Ja, ja wir schon müssen mal irgendwie da irgendwo mal rauskommen. hinfahren und einen Test machen. Hoppa. Du hast Gummistiefel an, ich gehe da einfach durch. Ich weiß schon. Ich hock mich mal kurz drauf. Ich schau mal, ob ich das. Ob ich. Schon. Ja, die muss ich nicht angehen. Nee, ich tue Spuren sichern für die Spusi. Wie kommen wir hier wieder? Ja, du, ich mach mal eine Probe, ne? Das haben wir ja zum Glück auf dem Umweltschutz. Und ich bin heute noch glücklich drüber. Oh. Ich tu mal, ich nehme mal hier vom Wasser. Warte mal kurz, sei mal kurz ruhig. Einmal von der Erde. Sei mal kurz ruhig. So, ja. Kurz Karte, ich muss kurz Superkraft anmachen. Weiß mal ich. Drei, Warum sagst du zwei, eins. Ich versuche das Ding immer so langsam rauszuziehen, hinten am Bügel. Also,
Du, Sebastian. Ja. Problem. Und zwar? Ich habe ja Wasserprobe und von der Erde eine Probe genommen. Nein, ich will rein. Ja. Der sagt beides positiv. Ach du Scheiße. Ja, und jetzt müssen wir alle Leitungen blockieren wahrscheinlich, ne? Wir müssen die Stadtwerke anrufen, dass die schauen, dass die irgendwie die werden da ja spezielle Filter drauf haben. Wir könnten ja noch bei Feld 1 rechts daneben oder so noch einen Damm aufbauen, dass das Wasser dann nicht weiterfließt. Ja, aber es ist ja schon in der Erde, es kommt ja trotzdem. Das ist ja in der Erde. Ja. Ich ruf bei. Ja. Du, ich mach mal kurz ein paar Telefonate, ne? Jo. Ja. Mit dem Bescheid sagen. Ja, Papa. Gut. Ja. Jetzt sind. Du hast Telefonate gemacht, einmal die Trinkwasserversorgung, die hat Wasser pumpen. Die wissen bestimmt, dass die Wasser jetzt speziell reinigen. Die wissen auch Bescheid. Warum gehst du nicht hier hoch? Komm doch hier! Warum nimmst du. Hier ist einfach. Ja, mag ich. Ja. Ich pack mit an. Na, warte, lass. Hier geht's eigentlich, hier schief von hinten an. Ja, aber hier musst du halt schon. Das. Warte mal kurz. So. Warte mal kurz, kurzer Cut, nur damit du es weißt. Jo. Ich muss kurz was kaufen. Nein, kein Schneebeschild. Aber ich wusste gar nicht, dass hier eine Höhle ist. Ich wusste das dank True Farming. 3. Ah ne, warte, ich muss so viele wechseln. 3. Vor allem irgendwie. Ey, Maxi. Ja. Guck mal, diese Dinger hier, die erinnern mich irgendwie an so Köpfe von Schrauben. Von ja, 6-Kant-Schrauben. 2, 1. So. Na komm. Und. Mich wundert, dass hier der Meier hier nicht vorbeikommt. So, komm. Endspurt. Komm. Jetzt. Oh, jetzt Oh, bitte sag mir nicht, der Meier kommt jetzt hier lang. Nein, der ist oben. Der kommt von oben. Ja, der fährt aber hier die Straße lang. Davon kommt man dann doch hier hin. Ach Gott. Oh, durchs Wasser. Nee, macht jetzt keinen Unterschied mehr. Komm. Alter, der rennt hier runter. Du, ich glaube, du kannst hier reinpacken. Nee, da ist, man denkt, da ist, irgendwie was drin. Da, ich krieg schon wieder die Tür nicht auf, der Türgriff geht schon wieder die ganze Zeit nicht. Ich hol mal schnell was vom Händler unten, ja? Ich bin gleich wieder da. Ja. So, Leute, wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Ich hab hier einen Anhänger jetzt geholt. Jetzt hält der auch noch an. Das soll weiterfahren. Boah. Ja, warte, ich komm. Der geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Wenn er jetzt herkommt, sage ich schon weiterfahren. Einmal weiterfahren. Okay. Wäre nett. Sie können gerne von da hinten, von ganz da hinten zuschauen, aber von hier bitte nicht. Dankeschön. Aber wenn sie ein netter Mensch sind, dann gaffen sie nicht, weil hier könnte genauso was passiert sein. Das nennt man gaffen. Das machen nur die Blöden. Ja. So. Du, bleib da stehen, ich schieb's jetzt zu dir. Warte, ich mach runter. Warte. Ah, das geht hier nicht. Mach das Ding da runter. Mach das Ding da runter.
Hä, hey, wieso? Ich hab die hochgeschoben. Wie willst du das machen, wenn das Ding nicht mal unten war? Die waren draußen. Also? Oh. Du hast sie draußen. Okay. Ja, warte, ich mache den kurz fest. Ja. Ja, ich mach. Ist fest. Ja, passt. Aber die Dreckstücher wieder nicht auf. Was ist denn das? Ja, warte. Das gibt's doch nicht. So. Ja, gut. Wir können jetzt als Feuerwehr auch nichts machen. Groß. Stadtwerke wissen Bescheid, die kümmern sich drum. Schreibst du dann eine Meldung, dass sie bitte das Trinkwasser? Jo. Achso, es ist da an den Händen. Das Blaulicht runter. Das noch an. Pol 10, Pol Waldstätten 105 informativ. Die Simson wurde geborgen. Ich bringe ihn jetzt erstmal zum Landhandel in die Werkstatt und schau mal, ob ich daran noch irgendwas machen kann. Du, der Meier fährt hier schon wieder lang. Soll er doch. Jetzt ist ja nicht mehr gesperrt. Und ja, deswegen sage ich, wir hätten die Absprünge behalten sollen unten bei der Feuerwehr. Ja, aber guck mal. Die aufzuladen ist immer lässig. Verstehst du? Dann geht wieder die Tür nicht. Es gibt da eigentlich noch so Absperrungen, die man direkt hierher bestellen kann. Ich mach mal die nicht genommen. Also ich. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendeine Werkstatt am Dings? Ich glaube schon, wir haben eine Werkstatt, ne? Ah ja, da unten ist er ja. So. Dann schaue ich mir das Ding mal an. Schau mal, ob ich das reparieren kann. Ich als alter Kfz-Mechatroniker. Nee, wenn ich eins nicht bin, dann ist es Kfz-Mechatroniker. So. Achso, nein. Schauen wir mal. Achso. Was? Ich krieg die Krise. A few moments later. So Leute, wir haben das Problem kurz gefixt. Mark hat die aber schon mal runtergefahren. Und jetzt schaue ich mir die mal an. Ja. Da unten. Das sieht ja gar nicht gut aus. Ja. Ich glaube, ich habe sogar noch. Ich habe Frau eine Simson gehabt. Die müsste oben im Unimog sogar noch eine Simson-Ersatzteile-Box haben. Von meiner alten Simson. Weil da ist auch oft was kaputt gegangen. Im Unimog, in meinem Wohnwagen meine ich. Da schaue ich doch gleich mal rein. Andere Seite. So. Ach, das mache ich gleich mal runter. So. Der wird sich so schnell erstmal nicht mehr. So, das nehme ich mit. So. Ah ja, da habe ich sogar noch so ein. Oh. Jetzt schraube ich ab. Da kommt ein neuer dran. Neuer Benzintank. Da schraube ich jetzt auf. Da kommt ein neuer Benzintank rein. So. Wunderbar. Du, ich leg mich mal pennen, ne? Warte mal kurz. Das Pulli nochmal schön auf. So. Mal kurz schön drüber waschen. Ich bin hundemüde, ich geh jetzt pennen. Pen oder Pen? Pen. Oh, schade. Ja, wollen wir die Ernte noch machen? Ich hätte nämlich auch gesagt. So. Jetzt test dir mal. Bist du dabei sein? Nee. Achtung. Ich fahr schon mal den Abfuhr-LKW runter, ne?
Jo, ich komm auch runter zum Feld. Man muss halt runterrennen, ne? Wo der ist immer geht. Oh, scheiße. Na komm. Geh doch. Allei, du, ich leuchte mal das ganze Feld aus mit dem LKW, ne? Ey, wenn du dann hier unten bist, dann muss hier mal die Leuchtreite. Ich habe hier die krassesten LEDs eingebaut. Komm, stell ich mal hier vor ein LKW. Guck dir das mal an. Ha. Schau mal das Ding an. Geil. Es geht wieder. Willst du dreschen? Nee, ich habe absolut keinen Bock auf dreschen gerade. Dann mache ich. Ich mach dann immer die Rundumleuchte an, wenn mein Tank fast voll ist. Na? Mhm. Aber Leute, die Ernte, würde ich sagen, startet dann in der nächsten Folge. Denn das soll es erstmal von dieser Folge jetzt erstmal gewesen sein. Nicht wundern, Leute, wenn ich in den nächsten Folgen öfters mal dieses Hard ausmache und FOV20. Da mache ich immer Bilder fürs Thumbnail. Aber ja, ich sag danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Max XC.